Ja, grüß euch nochmal. Also ich habe hier vielleicht meine kleinen Eigenheiten. Aber ich habe wirklich nicht die Absicht, hier irgendjemanden gegen mich aufzubringen oder irgendjemanden zornig zu machen, nur weil ich versuche, euch zu erklären, dass euer ganzes Leben gesteuert wird von dem, was ihr fühlt und dass eure Emotionen das genau die Kraft ist, die euch durch euer eigenes Leben steuert. Und dass ich versuche, euch klarzumachen, dass ihr im Grunde genommen immer nur, wenn ihr gegen etwas ankämpft, gegen euch selber ankämpft. Denn das, was euch angeht, muss ja in irgendeiner Weise was mit euch zu tun haben. Ich habe ja nun wirklich eine Fülle von Kommentaren hier bekommen, auch in Form von E-Mails oder auch von Post. Ich will euch ja nicht mehr und nicht weniger als klar machen, dass im Grunde genommen alles sich zu euch gesellt, was nun mal irgendwann irgendwie auch dann auch zu euch passt. Und was durch euch selbst die Eintrittskarte und die Eintrittspforte ist, weshalb das überhaupt alles bei euch sozusagen in eurem Leben Platz nehmen kann und auch Raum nimmt. Das ist das Einzige, was ich hier versuche, euch irgendwie auch klar zu machen. Und mich wundert das Widerstreben von sehr vielen Menschen, das in irgendeiner Weise zu erkennen. Ich glaube, also alle möglichen Leute sind bereit, alles Mögliche wahr zu erkennen, wenn es sie nur selbst in eine Sicherheit wiegt, die aber ziemlich trügerisch ist. Wenn du irgendwas bekommen hast, wenn du irgendwas geschenkt bekommst, wenn dir irgendwas begegnet, das kann nur durch dich selbst passieren. Und die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass irgendwas zu dir kommt, was eindeutig wo dann Gefahr im Verzug ist oder wo dann irgendetwas droht, die einzige Möglichkeit ist, dass du dir selber da die Tür aufmachst. Das mögen natürlich jetzt nicht gerade sehr viele hören. In irgendeiner Weise sind sie da sofort in einem Abwehrmechanismus, in einem Abwehrmodus. Dabei ist das eigentlich ziemlich idiotisch, wie ich schon so oft gesagt, ihr kämpft in Wahrheit immer nur gegen euch selbst. Das ist eigentlich von einer etwas höheren Warte aus gesehen völlig logisch. Denn wie wäre denn, was könnte man tun, um jeden wirklich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Indem praktisch seine eigenen Maßstäbe zum Muster, zur Grundlage all dessen nimmt, was ihm oder ihr dann auch wirklich passieren kann. Ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, erhöhe deine Schwingung, damit alles Mögliche zu dir kommen kann, was zu einer hohen Schwingung gehört und demzufolge dich ja auch freisetzt. Und erhöhe deine Schwingung vor allem deswegen, dass du vor allem die Tür zuschlägst, was dich in irgendeiner Weise bedrohen würde. Und dass dein eigenes Leben eigentlich nur der Anzeiger ist für das, was durch dich einmal möglich gewesen ist. Und wenn du unter etwas gelitten hast, dann ist das spiegelbildlich zu dem, was du früher einmal durch das, was du gedacht und gesagt hast, auch befürwortet hast, auch möglich gemacht hast. Und nur das versuche ich hier klar zu machen. Und ich kämpfe hier praktisch gegen einen Wust von allen möglichen anderen Theorien auch an. Aber wie auch immer die Theorien auch lauten mögen, wenn sie zu dir sagen, ja, genau, bei uns hast du dann den Frieden, den du haben willst, du musst nur alles irgendwie bekämpfen oder nur etwas bekriegen, was da diesen Frieden gefährden würde, würdest du automatisch immer gegen dich selbst kämpfen. Wenn gesagt wird, vertraue dem oder vertraue dem oder dieser Idee oder vertraue dieser diese Theorie oder was auch immer, und du mit dieser Theorie nicht im Mindesten einverstanden bist oder nicht wirklich es als dich deine eigene erkennen kannst, wird das von dir wegführen. Nicht mehr, nicht weniger sage ich hier. Ich bin verwundert darüber, dass das so wenig Menschen hören oder auch teilen, weil sie irgendwie sich immer wieder in Gefahr sehen, sozusagen auf die Schippe genommen zu werden, verladen zu werden. Doch welches Interesse solltest du schon daran haben, dich selbst zu verschaukeln? Welches Interesse solltest du selbst daran haben, dich selbst zu betrügen oder dich selbst zu belügen? Ganz egal, wer dich betrügen oder wer dich belügen will. Er müsste mit dir eine Gemeinsamkeit haben. Würdest du selbst im Regel da die Tür, also die Regel vor die Tür schieben, könnte dieser jemand bei dir ganz einfach nicht aufkreuzen. Unmöglich. Das ist für mich so ziemlich die sicherste Variante,
das Leben zu betrachten. Und es setzt mich sofort frei von etwas, was mich in irgendeiner Weise in Drangsal oder Not bringen würde. Denn dann müsste das ja was mit mir zu tun haben. Und warum sollte ich selbst ein Interesse daran haben, mich selbst in Drangsal oder Not zu setzen? Wenn nicht, um das zu überwinden. Erhöhe ich meine eigene Schwingung und habe mit dem, was mich bedrohen würde, nichts mehr zu tun, nichts mehr gemeinsam, fällt das von mir ab. Es mag eine ungewöhnliche Sichtweise sein, aber sie ist nur deshalb so ungewöhnlich, weil sie von sehr vielen anderen sehr sorgfältig als falsch ausgeredet wurde. Um, was ich vor ein paar Stunden auch sagte, um wirklich helles Licht vorzufinden, muss ich selber helles Licht sein. Und ich muss in der Lage sein, all die Energie, die ja in mir ist, in eine höhere und hellere Schwingung bringen und ich muss sie in eine höhere und hellere Energie wandeln können. Und wie sollte das möglich sein, wenn nicht durch das, was ich denke? Das hier, nicht mehr, nicht weniger, das gebe ich hier weiter. Ich habe auch gesagt, und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die eigene Energie durch die eigenen Gedanken wirklich geklärt werden kann. Geklärt werden, sodass sie Kristallenergie wird, eine wirklich reine Energie, aus der dann später auch ohne weiteres wirklich helles Licht werden kann. Das ist der Wandlungsprozess. Das ist die Alchemie. Das ist das, was uns vorher wie Zauberei erschien. Es ist gar nicht so sehr Zauberei, es ist eine einfache Verwandlung. Und wer will jetzt bestreiten, dass das Leben ein einziger Wandlungsprozess ist? Nicht mehr und nicht weniger sage ich hier. Ich habe hier sicherlich meine Eigenheiten. Und das ist sicherlich etwas, was, mich strengt es irgendwo noch ein bisschen an, aber es bringt mich auch dazu, mich auf das zu konzentrieren und mich auf das zu fokussieren, auf was ich mich wirklich konzentrieren will. Und warum sollte ich ein anderes Interesse haben, als daran, meine eigene Energieströmung zu klären? Und warum sollte ich ein Interesse daran haben, dass überall Verwirrung herrscht? Es ist viel gesagt worden in diesem Breiten. Sehr vieles. Vieles ist behauptet worden. Und vieles ist irgendwie versucht worden, wie auch immer, zu verifizieren. Aber welche Verifizierung, welche Bewahrheitung auch immer in meinem Leben stattfindet, sie könnte nur durch mich stattfinden. In meinem Leben. In deinem Leben habe ich nichts zu suchen. Gar keine Frage. Überzeugen in dem Sinne von überreden will ich dich nicht. Das kann ich auch gar nicht. Dann müsste ich dich versuchen, irgendwie hinters Licht zu führen, nämlich hinter dein Licht. Und daran hast du nun wiederum nicht das mindeste Interesse. Ich möchte das einfach nur zur Überlegung anempfehlen. Mehr ist es nicht. Denke über dich nach und komme mit dir ins Reine. Was willst du wirklich? Und dann lass alles hinter dir, was dein eigenes Licht, deine eigene Energie, dich selbst verdunkeln würde, was dich nicht zum Zukommen lassen würde, was dich in irgendeiner Weise beschränken würde. Wenn sehr viel noch bei dir hartnäckig seinen Platz gefunden hat, dann wirst du deine ganze Energie brauchen, um das wieder in eine hellere Energie zu wandeln. Das geht sicherlich mit einigen Kopfschmerzen, aber doch immerhin durch das, was du denkst. Deine Gedanken müssen dich erhellen. Deine Gedanken müssen dich segnen. Diesen Satz kannst du bestimmt. Vater, segne uns. Oder heiliger Gott, segne mich. Oder irgendwie so etwas. Oder irgendwelche Priester nach irgendwelchen Gottesdiensten stehen da mit ausgebreiteten Armen. Der Herr segne euch. Irgendwie so etwas. Ja, Gott, so was Lächerliches. Entschuldige, deine Gedanken sind es, die dich segnen. Sie können dir alles das in dein Leben spülen, in dein Leben tragen, in dein Leben bringen, worauf du dich fokussierst. Und ich denke, gefahrloser als sich auf helles Licht oder auf die eigene hohe Schwingung zu konzentrieren. Also gefahrloser geht es da nicht mehr. Es geht nicht ohne Verluste ab, weil man von sehr vielen verabschieden muss, was einem bei näherer Betrachtung eben doch nicht mehr genehm ist. Es ist nicht so kommod wie vorher. Kommod war es nur, wenn man noch einem alten System angehörte. Aber unsere bisherigen Systeme funktionierten ja nicht gerade sehr zufriedenstellend.
Sonst würden ja nicht so viele meckern. Und sonst würden ja nicht sich so viele beschweren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie beschweren sich. Sie tragen Lasten mit sich herum. Und die Frage, warum lässt du den Sack Steine nicht einfach fallen, ist einfach zu beantworten. Wenn dieser Sack Steine noch zu dir gehört, wie eine zweite Haut, ja, dann musst du dich aus dieser Haut rausschälen. Es ist nicht immer einfach. Es braucht eine Menge Konzentration, aber es braucht auch eine Menge Rupse. Und du brauchst eine Menge Mut. Aber diesen Mut bringt so ziemlich jeder auf, wenn man erkennt, dass es um die eigene Existenz geht. Ich habe wirklich vielerlei Vergleiche herangezogen, aber letztendlich ist es genau das. Ich gebe das so weiter und ich hoffe, dass es dir weitergeholfen hat. Ich danke fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss.